So, und da sind wir wieder bei Metopia. Jetzt geht's hier unten weiter. Ich versuche ein bisschen mehr aufgeweckt zu wirken. Yeah. Ich bin ein toller Panzer. Denn mir wurden schon wieder die Freunde gestohlen und jetzt laufe ich hier mit Weiß rum. Ist das nicht toll? Wie in einer Fanfiction. Da werde ich nicht mal gefragt, wen ich einsetzen soll. Mach den Waldkobold weg. Ja, das gab One-Hit. Die machen mir einfach gar keinen Schaden. Das wird morgen sicher wehtun. Ja, das wird es, aber nicht mehr. Kobaltschinken macht den Angriff höher, ist also ganz gut für mich. Aber ich will Weiß natürlich auch ein bisschen stärker machen, weil die ganze Zeit nur im Angreift. Hat jemand Gold gesagt? Ich bin nicht geldgeil. Dankeschön. Nochmal so ein Viech. Ja, wie wär's denn, wenn du jetzt stirbst? Oder einfach überlebst. Perfect Form. Jetzt eine Tasse Tee. Einen Augenblick. Natürlich. Das musste jetzt nicht unbedingt sein. Jetzt kann es weitergehen. Ja, das war jetzt easy. 5 MP-Bonbons verputzt. Die habe ich nicht, aber gut, das waren die anderen. Ich habe nicht eins gegessen. MP-Bonbons jetzt effektiver. Oh, geil. Weil das... Ja, je mehr ich esse, desto mehr ist der Effekt. Ja, danke. Die nutze ich ja so oft. Ah. Jemand will sich dir anschließen. Wer kommt denn diesmal ins Team? Ah, ich glaube, ich weiß schon wer. So. Entweder Ruby oder Yang. Ruby. Ist auf jeden Fall aktiv, würde ich sagen. Vielleicht auch ein bisschen verträumt. Und da ihr Nachname ja Rose ist, machen wir Blume. Weil was Besseres fällt mir auch nicht ein. Unhold geht natürlich auch. Aber ich meine, das passt besser zu Yang. Finde ich. Ein Aktivblume. Ich guck mal, ob ich da noch eine bessere Haarfarbe finde. Nicht auswählende Meme-Maker. Ich will bearbeiten. Nee. Also eigentlich hat hier schwarze Haare mit roten Spitzen, aber das kann sie ja nicht nachbauen. Deswegen mache ich das so. Und eigentlich sind die Haare auch anders. Das hier kommt irgendwie ganz nah dran, fand ich. Das hier kommt auch dran. Eigentlich sogar noch mehr. Wenn du mal bedenkst. Warte, ich hab die DVD hier. Ja, das kommt ganz nah dran. Warum habe ich das nicht genommen? Ja, keine Ahnung. Das passt doch aber viel besser. Eine aktive Blume. Das mag stimmen, dass du eine aktive Blume bist.
hab dich warten lassen. Bin Ruby. Ja. Werde hart arbeiten, um dem Team gute Dienste zu leisten. Ehrenwort. Darf doch in dein Team, oder? Nein. Kann man doch sagen. Kirschblüte. Ich warte darauf, dass du ein Rosenkostüm bekommst. Und dann bist du richtig red like roses. Ach komm, pink. Das sieht irgendwie immer nicht schön aus. Ich glaube, ich mache das auch immer weg mit den Kopfteilen. Weil das muss ja wohl nicht sein, dass die dann so richtig hässlich aussieht. Kleidung nichts? Oh, schade. Ich setze auf jeden Fall Prioritäten. Aber bei mir geht eigentlich noch mit dem Angriff. Komm, geben wir dir mal. Mag die überhaupt nicht. Kann ich mir aber auch vorstellen, dass die das nicht mag. Das ist viel zu niederes Essen für die. Ein Papppanzer. Ich will aber das Golem-Steak. Oder Reisetickets kommen vor. Weil die kommen halt vor. Was kriege ich? Papppanzer? Nö. Golem-Steak. Yeah. Und das gibt, glaube ich, Verteidigung. Und nochmal. Das sieht nach Reisetickets aus. Die kommen halt vor. Die kommen vor. Tickets. Hier kümmern. Wir machen hier natürlich wieder die alte Taktik. Erstmal bis Level 10 hoch und dann gucken wir weiter. Nochmal. Okay. Machen wir das doch. Problem ist bei mir halt auch, ich bin jetzt ein Charakter, der sich es ganz schön verscherzen kann bei anderen, indem er einfach nur Attacken macht. Und das gefällt mir halt nicht so gut. Schon wieder? Nö, das sieht nach Papppanzer aus. Oh yeah, Papppanzer. Ist der besser? Der ist tatsächlich besser. Gib mir die rote, pinke Pappe. Und noch ein letztes Mal. Und jetzt wird's das MP-Bonbon. Knapp. Dann machen wir das hier nochmal. Ich gehe ganz schön oft mit der auf Reise. Level 6, helfen gelernt. So, dann haben wir hier noch die Golem-Steaks. Die Angriff erhöhen, okay. Habe ich mich da wohl geirrt? Will ich nicht haben, willst du haben? Will die auch nicht haben. Das ist zu niederes Essen für die, sage ich doch. Ja, und Ruby brauchen wir das gar nicht geben, weil für mich wäre es besser. Tut mir ja auch leid, dass ich dir nichts zu essen geben kann, aber ich kann dir nichts zu essen geben.
Warte, da ist ein Goldplank. Killen. Ein einzelner. Angriff. Der ist halt schneller als ich. Gut, als Panzer bin ich jetzt auch nicht der Schnellste. Und er greift auch an. Macht 10 Schaden. Und dann tanzt er. Das ist praktisch. Ja, 3 Schaden. Wow. Okay, das Vieh ist weg. Mach ich doch gerne für das Geld, aber ich kriege keine Erfahrung. Warum kriege ich keine Erfahrung? Das ist einfach nur unfair. Fühl mich fit wie noch nie. Oh Gott. Stirb! Oh yeah. Klick woanders hin und weich aus. Okay. Weiße hier im Team bringt der tatsächlich sogar was. Und weiter. Und jetzt hat gerade der Whirly unter dem zweiten Part von Vitopia geschrieben, bin ich jetzt Fame. Ich würde ja Ruby geben. Aber ich bin so knapp vom Level ab. Ja, deine Füße tun weh. Was für ein riesiger Tropfen. Sieht aus, als könnte er jeden Moment runterfallen. Okay. Wie läuft die rum? Okay. Oben oder unten? Atempause oder Monster? Wie wär's mit Monster? Monster. Nein, ich sing den Song jetzt nicht. Das ist ein Monster. Mundtomate. Stirb. Das denke ich. Wow. So viel Schaden. Level up. Und Tomatennudeln. Ja, das frage ich mich auch. Gott. Mundtomate und Waldkobold. Stirb! Der macht mir halt nicht mal so Schaden. Das ist vollkommen Ruby. Ja, das passt. Wie die mich angreifen und nichts an Schaden machen. Dann mach ich den. Ja, isst du mal. Davon haben wir eh so viel. Man kann sie ja aufleveln. Bringt zwar überhaupt nicht, aber gut. Ja, ja, du bist toll. Wunderbar bist du.
Nur ein kleiner Kratzer. Und Level-Ups. Blumenduft gelernt. Stellt mit süßem Blumenduft HP wieder her. Oh, wir haben Healer. Kobolchi. Ganz alleine. Ihr wollt nichts gekauft haben. Mehr Angriff für mich. Sage ich nicht nein. Noch mehr Angriff für mich. Noch mehr MP für mich wäre auch ganz gut. Weil ich brauche MP. Ich glaube, das reicht erstmal für mich. Gib mal Ruby. Ich mag die nicht. Okay. Dann kriege ich das noch. Kupfergeschoss und Döner-Sandwich. Ja, ich bin froh, solange wir keine HP-Bananen kriegen. Geschoss. Okay. Ja, damit kann man doch was anfangen. Direkt mal plus 7 mehr. Nö, müssen wir nicht. Wir können weitergehen. Nein, weiß, jetzt gibt es nichts zu essen. Hast gerade gegessen. So gut, du hast nichts bekommen, aber egal. Und wir gehen noch den anderen Weg. Da war nur eine Verschnaufspause, aber ich weiß nicht, was wir da vorfinden. Angriff. Okay, direkt mal 29. Ihr habt ihr nicht down gekriegt, aber ich schon. Plus Hilfe. 47 plus 5, okay. Lob mich mal öfters. Gold. Wir sind geschwind wie der Wind. Doch leider haben wir den Wordy verloren. Den kriegen wir wieder. Atempause. Ja, der hat einen tollen Modegeschmack, muss man schon sagen. Also der ist immer stylisch. Oha. Ja, okay, wo hast du die her? Was soll schon passieren? Hat scheußlich geschmeckt. Und jetzt? Wie oft die da in den Bildschirm reinkommen. Ich habe eine Frage. Und zwar, bekommen Panzer auch Hunger? Ich schon, aber ob das nur an meiner Klasse liegt? Ja, der Panzer hier, der frisst dir die ganze Zeit alles weg. Also ich denke schon, dass der Hunger bekommt. Aber auch nur, damit ich hier die ganze Zeit one-hitten kann für euch. Alle wollen was. Eine Kritzelblume. Ich kann mir gut vorstellen, dass die selbst gekritzelt hat. Und in Rot. Wunderschön. Ein besticktes Kleid. Hoffentlich in Weiß oder in Blau. Weil das kannst du doch keinem antun. Gibt's in Blau. Gott. Sieht ja aus wie in den Niederlanden hier. Und was will ich? Schicker Panzer. Oh yeah. Gibt's den in Rot?
Naja, so halbwegs, ne? Bin richtig smexy. Eine Lumpenblume und eine fürstliche Portion Erfahrung. Nein, danke. Auf geht's. Eigentlich müsste ich dir die Blume schon wieder vom Kopf tun. Ich hasse das, wenn du die aufsetzt. Will da lieber deine Haare sehen. Sieht doch viel schöner aus. Mein Gott. Kopfbedeckung. So, jetzt gibt's wieder Quiz. Hey du da, hör mir mal kurz zu. Sieht wunderschön aus. Wer könnte immer weiterspielen? Ich bin's, der einzigwahre Quiz-Freak. Erkennst du jemanden nur an der Silhouette? Dann spielen wir jetzt das Silhouettenquiz. Oh ja. Oh nein. Lass uns gleich anfangen. 3 Fragen, fangen wir an. Es könnte jeder sein. Bin ich das? Das Terminator, ich bin das vielleicht? Ich bin das. Ich meine, es hätte auch Voldemort sein können. Vielleicht sieht man da die Brille, aber ich keine Ahnung. Ja, das ist klar, wer das ist. Nur einer kann so schön tanzen. Ruby? Warum auch immer die so steht. Ja, das war eine starke Leistung. Muss man schon sagen. Glückwunsch. Du hast mich glatt geschlagen. Dafür komme ich ins Guinness World Records Buch. Und man sieht sich. Der schönste Panzer aller Zeiten. Komm ja jetzt bald bei Midna an. Vor jetzt Marsch. Mein Bauch kneift. Schluss damit. Tomaten, Tomaten, Tomaten. Sollten nicht fehlen im Garten. Und stolperst du über einen Spaten, wird auch dein Gesicht rot wie Tomaten. Dann musst du auf den Arzt warten. Doch wenigstens hast du Tomaten. Ich weiß nicht, ob ich beeindruckt oder besorgt sein soll. Normalerweise habe ich viel, viel bessere lyrische Gedankenergüsse. Und 4 Stück davon. Sterbt! Das hätte auch so gereicht. Wow, danke, dass ihr mich angreift und damit keinen Schaden verursacht. Was soll denn das? Immer nur ein Schaden. Und dann komme ich zurück mit einem Schuss und dann sind die weg. Bringt dir doch gar nichts. Wow. Das tut mir ja so weh. Ja, du bist toll. Ja, das war einfach. Koboldschinken. Rollploing. Angriff. Plus Hilfe, die ich nicht wirklich brauche. Eine Fächerwelle. Warum macht die nicht öfter? Ich brauche da nicht ausweichen, das kann ich tanken.
Wow, ein Schaden. Ruby ist halt echt nicht gut im Schaden machen. Muss ich auf jeden Fall aufbessern. Ja, vielleicht kriegt... Nee, ich meine, das mag die gar nicht, oder? Level 4. Tau des Lebens gelernt. Lässt einen gefallenen Freund aufstehen und Blumen riechen. Okay. Und Bonuserfahrung. Ja, gib mir. Ich Level 5. Yeah. Wildes Geballer gelernt. Ballere wild um dich. Triff zufällige Gegner und manchmal auch Freunde. Aber nur, wenn meine Gegner auch Freunde sind. Level 5 mit der Klasse Panzer erreicht. 750 Leute gerettet. Bla bla bla. Toll, toll, toll. Wie ruhig soll denn die Ruhezone noch werden? Da will ich eine Stecknadel fallen hören. Um 10 Uhr ist jeder im Bett. Fucking Haus Anubis. Einfach so random. Ja. War mir klar, dass du zu mir willst. Oh ja, la la la. Katscham, wuhu. Okay. Die wollten mir noch was vorsingen. Du willst ein neues Blatt, ein vertrocknetes Blatt, das einen Angriff und ein Magie mehr macht. Na, das lohnt sich aber. Wunderschön. Bitte ein bisschen mehr Angriff. Findet die toll. Komm, geben wir denn. Kann ihr ja leider keine Sense geben. Das wäre natürlich auch schön. Ein Pünktchenpanzer. Die HP-Bananen sind recht hoch. Und für 6 Versuche lohnt sich das nicht. Nee, nee, mit dem jetzigen Panzer komme ich auch schon aus. Ja, zum Mittner müssen wir ja nicht. Auf in die Höhle. Zitrushöhle. Erinnert mich irgendwie an die Höhle von SpongeBob Schlankkopf Schlacht um Bikini Bottom. Ja, ja. Das waren Zeiten. Woher weißt du das? Ja, ja. Weißt eben, Fehlbauer und so. Raus, nicht rumstehen. Retten wir sie. In Ordnung. Weißt du, die Höhle. Das waren richtig Zeiten. Will jetzt Hündchen knurren? Nein, will ich nicht. Lüg nicht. Ich will wildes Geballer machen. Ich will hier raus. Wildes Geballer. Neue Technik. Wildes Geballer. Plus Hilfe. Nein. Nein. Nicht essen. Muss ich auch ruhig gedulden können.
Fossiler. Wie der echte. Plus Hilfe. Weiß hilft mir irgendwie immer. Wir sind aber auch schon Level 7. Ein Kinderspiel. Und Level 5. Bonuserfahrung. Komm, jetzt kriegt Ruby das mal. Du musst hinterher kommen. Spinnensushi? Nein, danke. Marshmallow? Nein, danke. Bisschen Geld. Taschengeld höchstens. Und Gasthaus. Level 5 mit der Klasse Prinzessin erreicht. Nein. Mehr Tempo. Mehr HP. Ruby hat sowieso schon mehr HP, also die wird weiß. Mag die auch nicht. Mag die überhaupt was? Ja, ich glaube, der Panzer hat genügend Tempo. Geh mal, Ruby. Keiner will was. Was gibt's in der Spielhalle? Eine großzügige Portion Erfahrung. Ja, komm, dann nehmen wir doch. Kriegen EHP-Bananen. Das war knapp. Holt ihr uns auch ein. Das habe ich jetzt nur deswegen gemacht. Die auch auf unser Level kommt. Zwei Wege. Dann gehe ich erstmal rechts. Da oben ist schon wieder Reggie. Ich freue mich aufs Bett. Ich werde es verkraften. Okay, ich verstehe die Anspielung. Und ja, da war eine Anspielung. Freue mich aufs Bett und dann, ich werde es verkraften. Nur weil ich mit Weiß im Raum bin. Was wollte ich machen? Ich wollte Banzai? Weil die das einmal gesagt hat. Die Pose ist ja, das passt perfekt. Ich will jetzt Kätzchen knuddeln. Nicht schon wieder. Gibt's überall Fruchtsaft, soweit das Auge reicht. Sollte ihr hierher ziehen, dann könnte ich jederzeit welchen trinken. Dann würde dir aber schnell die Lust daran vergehen. Aber auch wieder wahr. Was man täglich haben kann, weiß man oft gar nicht zu schätzen. Zum Beispiel Monster. Ja. Ist ganz schön auf Zack, der Plan hat funktioniert. Wir haben General Astrophysiologie studiert. Das ist ein Rhyme. Attackieren. Ich bin
bin mächtig aufgeregt. Okay, danke. Ich kann's ja auch nicht gerade. Ja, greift mich mal ruhig an. Ich bin hier der Tank, ich halte das alles aus. Du greifst doch eh wieder den an, der kaum noch Leben hat. Dankeschön. Ausfall unmöglich. Ich mache euch trotzdem fertig. 60. 5. Aua, juhu. Was ist das? Okay. Diese Reaktion immer darauf. Warum willst du ihm immer zeigen, was du drauf hast? Welchen Hebel betätigst du? Den rechten? Hm. Ja, eine HP-Banane. Und das Gasthaus. Easy. P und MP. Ist eigentlich perfekt für mich. Ist auch perfekt für die anderen. Vor allem, wer weiß, das richtig mag. Genauso wie ich. Ich glaube, die mag das aber mehr, weil da drei Ausrufezeichen sind. Und Ruby mag das überhaupt nicht. Also kriegt das Weiß jetzt nur noch. Und dann kann die auch ihren komischen Angriff auch immer einsetzen. Und die will auch einen neuen Fächer. Japanischer Fächer. Wirklich. So früh schon. Wir haben ja nur 21. Im Lager. Pünktchenpanzer, Döner-Sandwich. Komm, wir probieren's. Schlimmste, was wir kriegen können, ist HP-Bananen. Alles andere bin ich zufrieden mit. Da bin ich zufrieden mit. Und noch einmal. Da bin ich nicht zufrieden mit. Ein letztes Mal noch. Nochmal Döner-Sandwich. Okay. Ja, dann halt kein Pünktchenpanzer. Schön viel Döner-Sandwich. Wie es aussieht. Da sage ich nicht nein. Und nochmal. Ja, jeder mal satt. Haben wir auch selten. Gut, gehen wir weiter. Aber ich würde erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!